18. September 2015 führte ein Literaturkurs des Friedrichs-Gymnasiums Herford Wolfgang Borcherts Weltkriegsdrama Draußen vor der Tür zum 100. Geburtstag von Hans Quest in der Münsterkirche zu Herford auf. Borchert widmete dieses Drama dem Schauspieler Hans Quest, der im Herforder Kantorhaus Münsterkirche Platz 2 aufwuchs und zur Stimme der deutschen Nachkriegsliteratur wurde. Münsterkantor Stefan Kagel unterlegte das Stück mit Orgelmusik, die Regie führte FGH-Lehrer Ronald Scheibe-Hochmann. Anlässlich des 100. Geburtstags von Wolfgang Borchert am 20. Mai 2021 erinnern wir mit der Schlussszene des Schauspiels noch einmal daran, wie Borchert mit seinem Protagonisten Beckmann, der in brennender Kriegsgegnerschaft den Deutschen und der Welt seinen verzweifelten Protestschrei gegen die zerstörerische und verderbnisträchtige Macht des Krieges entgegenschleudert, zum meistgespielten Autor der Trümmerliteratur nach 1945 wurde. Beckmann kehrt in ein Land zurück, das keinen Platz mehr für ihn hat, in dem alle ihn wegstoßen. Er erlebt am Dramenende in einem fast tödlichen Erschöpfungstraum alle vergeblichen Erfahrungen und Begegnungen noch einmal, die immer nur eines klar machen. Es gibt in diesem Land, das den Krieg schon längst verdrängt hat, keinen Platz mehr für dich. Dein Deutschland ist draußen. Doch da ist noch eine andere Stimme. Wach auf, Beckmann! Du stehst ja plötzlich so leise. Du stehst ja plötzlich so weit ab. Du träumst einen tödlichen Traum, Beckmann. Wach auf. Lebe. Nimm dich nicht so wichtig. Jeden Tag wird gestorben. Soll die Ewigkeit voll Trauergeschrei sein? Lebe. Iss dein Margarinenbrot. Das Leben hat 1000 Zipfel. Greif zu. Steh auf. Ja, ich stehe auf, denn da kommt meine Frau. Meine Frau ist gut. Nein, sie bringt ihren Freund mit. Aber sie war früher doch gut. Und bin ich auch 3 Jahre in Sibirien geblieben. Sie hat 3 Jahre gewartet, das weiß ich. Denn sie war immer gut zu mir. Die Schuld habe ich, aber sie war gut. Ob sie heute noch gut ist? Versuch es. Lebe. Du! Schreck nicht. Ich bin es. Sieh mich doch an. Dein Mann, Beckmann. Ich. Oh, ich habe mir das Leben genommen, Frau. Das hättest du nicht tun sollen. Du. Das mit dem anderen. Ich hatte doch nur dich. Du hörst mich ja gar nicht. Du. Ich weiß, du hast dich lange warten müssen, aber sei nicht traurig. Mir geht's jetzt gut. Ich bin tot. Ohne dich wollte ich nicht mehr. Sieh mich doch an. Du. Du! Du warst doch meine Frau. Sieh mich doch an. Du hast mich doch umgebracht. Dann kannst du mich doch nochmal ansehen. Du! Du hörst mich ja gar nicht. Du hast mich doch ermordet. Du! Jetzt gehst du einfach vorbei. Du! Warum hörst du mich denn nicht? Sie hat mich nicht gehört. Sie kennt mich schon nicht mehr. Bin ich schon so lange tot? Sie hat mich vergessen. Ich bin erst einen Tag tot. So gut. Oh, so gut sind die Menschen. Und du, Ja-Sager, Hurra-Schreier, Antworter, du sagst ja gar nichts. Stehst ja so weit ab. Soll ich weiterleben? Deswegen bin ich von Sibirien gekommen. Du sagst, ich soll leben. Alle Türen links, rechts von der Straße sind zu. Alle Laternen sind ausgegangen. Alle. Und man kommt nur vorwärts, weil man fällt. Du sagst, ich soll weiterfallen. Hast du nämlich noch einen Fall für mich, den ich tun kann? Geh nicht so weit weg, Schweigsamer du. Hast du noch eine Laterne für mich in der Finsternis? Rede! Du weißt doch sonst immer so viel. Da kommt das Mädchen, das dich aus der Elbe gezogen hat. Das dich gewärmt hat. Das Mädchen, Beckmann, das deinen dummen Kopf küssen wollte. Sie geht nicht an deinem Tod vorbei. Sie hat dich überall gesucht. Nein, sie hat mich nicht gesucht. Kein Mensch hat mich gesucht. Ich will nicht immer wieder dran glauben. Ich kann nicht mehr fallen. Hörst du? Mich sucht kein Mensch! Das Mädchen hat dich überall gesucht. Ja, Saga, du quälst mich. Geh weg! Fisch? Fisch? Wo bist du, kleiner kalter Fisch? Ich?
Du bist tot und ich suche dich auf der ganzen Welt. Warum suchst du mich? Warum? Weil ich dich liebe, armes Gespenst. Und nun bist du tot? Ich hätte dich so gerne geküsst, kalter Fisch. Stehen wir nur auf und gehen weiter, weil die Mädchen nach uns rufen? Mädchen? Ja, Fisch? Wenn ich nun nicht tot wäre? Oh, dann würden wir zusammen nach Hause gehen. Zu mir, ja. Sei wieder lebendig, kleiner kalter Fisch. Für mich, mit mir. Komm, wir wollen zusammen lebendig sein. Soll ich leben? Hast du mich wirklich gesucht? Immer zu, dich und nur dich. Die ganze Zeit über dich. Ach, warum bist du tot, armes graues Gespenst? Willst du nicht mit mir lebendig sein? Ja, ja, ja! Ich komm mit! Ich will mit dir lebendig sein! Oh, mein Fisch! Ich steh auf! Du bist die Lampe, die für mich leuchtet. Für mich ganz allein. Und wir wollen zusammen lebendig sein. Und wir wollen ganz dicht nebeneinander gehen und auf der dunklen Straße. Komm! Wir wollen miteinander lebendig sein und ganz dicht sein. Ja. Ich brenne für dich ganz allein auf der dunklen Straße. Du brennst, sagst du? Was ist denn das? Aber es wird ja alles ganz dunkel. Wo bist du denn? Ich muss weg, Fisch. Ich muss weg, armes graues Gespenst. Wo willst du denn hin? Bleib hier! Ist ja auf einmal alles so dunkel. Lampe, kleine Lampe, leuchte. Wer klopft da? Da klopft doch einer. Tick, tock, tick, tock. Wer hat denn noch immer so geklopft? Tick, tock, tick, tock. Immer lauter, immer näher. Tack, tock, tack, tock. Da! Der Riese. Der einbeinige Riese mit seinen beiden Krücken. Tack, tock. Kommt näher. Tack, tock. Komm auf mich zu. Tack, tock, tack, tock. Bin ich. Du lebst noch, Beckmann? Du hast doch einen Mord begangen, Beckmann. Und du lebst immer noch? Ich habe keinen Mord begangen. Doch, Beckmann. Wir werden jeden Tag ermordet. Und jeden Tag begehen wir einen Mord. Wir gehen jeden Tag an einem Mord vorbei. Und du hast mich ermordet, Beckmann. Hast du das schon vergessen? Ich war doch 3 Jahre in Sibirien, Beckmann. Und gestern Abend wollte ich nach Hause. Aber mein Platz, der war besetzt. Du warst da, Beckmann, auf meinem Platz. Da bin ich in die Elbe gegangen, Beckmann, gleich gestern Abend. Was sollte ich auch anders hin? Nicht, Beckmann? Du, die Elbe war kalt und nass. Aber nun habe ich mich schon gewöhnt. Nun bin ich ja tot. Dass du das so schnell vergessen konntest, Beckmann. Ein Mord vergisst man doch nicht so schnell. Der muss einem doch nachlaufen, Beckmann. Tja, ich habe einen Fehler gemacht. Du, ich hätte nicht nach Hause kommen dürfen. Zu Hause war kein Platz mehr für mich, Beckmann. Denn da warst du ja, Beckmann. Du hast mir meinen Platz weggenommen. Auf meinem Sofa. Bei meiner Frau. Bei meiner Frau. Von der ich 3 Jahre lang geträumt hatte. 1000 sibirische Nächte. Zu Hause war ein Mann, der hatte mein Zeug an. Beckmann, das war ihm viel zu groß, aber er hatte es an. Und ihm war wohl und warm in dem Zeug. Und bei meiner Frau. Und du warst der Mann, Beckmann. Na, ich habe mich dann verzogen in die Elbe. War ziemlich kalt,
Beckmann, aber man gewöhnt sich bald. Jetzt bin ich erst einen ganzen Tag tot und du hast mich ermordet und hast den Mord schon vergessen. Das musst du nicht, Beckmann. Morde darf man nicht vergessen. Das tun die Schlechten. Du vergisst mich doch nicht, Beckmann, nicht wahr? Das musst du mir versprechen, dass du deinen Mord nicht vergisst. Vergesse dich nicht. Das ist schön von dir, Beckmann. Da kann man doch in Ruhe tot sein, wenn wenigstens einer an mich denkt. Wenigstens mein Mörder. Hin und wieder nur. Nachts manchmal, Beckmann, wenn du nicht schlafen kannst. Dann kann ich wenigstens in aller Ruhe tot sein. Tick, tock, tick, tock. Wo bin ich? Habe ich geträumt? Bin ich denn noch nicht tot? Bin ich denn immer noch nicht tot? Tick, tock, tick, tock. Durch das ganze Leben. Tick, tock. Durch den ganzen Tod hindurch. Tick, tock, tick, tock. Hörst du den Totenhuhn? Und ich? Ich soll leben und jede Nacht mit einer Wache stehen an meinem Bett und ich werde seinen Schritt nicht los. Tick, tock, tick, tock, nein! Das ist das Leben. Ein Mensch ist da und der Mensch kommt nach Deutschland und der Mensch friert, der hungert und der humpelt. Ein Mann kommt nach Deutschland, er kommt nach Hause, dann ist sein Bett besetzt. Eine Tür schlägt zu und er steht draußen. Ein Mann kommt nach Deutschland, er findet ein Mädchen, aber das Mädchen hat einen Mann. Er hat nur ein Bein und er stöhnt andauernd einen Namen. Der Name heißt Beckmann. Eine Tür schlägt zu und er steht draußen. Ein Mann kommt nach Deutschland. Er sucht Arbeit, aber ein Direktor ist zu feige und schlägt die Tür zu. Und wieder steht er draußen. Ein Mann kommt nach Deutschland. Er sucht seine Eltern. Aber eine alte Frau trauert um das Gas. Die Tür schlägt zu und er steht draußen. Ein Mann kommt nach Deutschland und dann kommt der einbeinige Tick. Tock, tick, tock, kommt da, tick, tock. Der Einbeinige sagt Beckmann, sagt immer zu Beckmann, er atmet Beckmann. Er schnarcht Beckmann, er stöhnt Beckmann, er schreit, er flucht, er betet Beckmann. Er geht durch das Leben seines Mörders, tick, tock, tick, tock. Und der Mörder bin ich. Ich, der Gemordete, ich, den sie gemordet haben, ich bin der Mörder. Wer schützt uns davor, dass wir nicht Mörder werden? Wir werden jeden Tag ermordet und jeden Tag begehen wir einen Mord. Wir gehen jeden Tag an einem Mord vorbei und der Mörder Beckmann hält das nicht mehr aus, gemordet zu werden und Mörder zu sein. Du schreitest der Welt ins Gesicht, ich sterbe! Dann liegt er irgendwo auf der Straße. Früher lagen Zigarettenstummel mit Apfelsinenschein und Papier auf der Straße. Dann kommt ein Straßenfeger, ein deutscher Straßenfeger in Uniform mit roten Streifen von der Firma Abfall und Verwesung und findet den Beckmann. Verhungert, erfroren, liegen geblieben, im 20. Jahrhundert, im 5. Jahrzehnt, auf der Straße in Deutschland. Und die Menschen gehen an dem Tod vorbei, achtlos, resigniert, rasiert, angehebt und gleichgültig, so gleichgültig. Der Tod kommt tief in seinen Traum hinein. Sein Tod gleich war wie sein Leben. Sinnlos, unbedeutend, grau. Und du? Du sagst, ich soll leben. Wozu? Für wen? Für was? Wohin sollen wir denn auf dieser Welt? Verraten sind wir. Furchtbar verraten. Wo bist du, anderer? Du bist doch sonst immer da. Wo bist du jetzt, Ja-Sager? Jetzt antworte mir. Jetzt brauche ich dich! Antworte! Wo bist du denn? Du bist ja plötzlich nicht mehr da! Wo? Wo bist du? Antworte! Wo bist du? Der mir den Tod nicht gönnte! Wo ist der alte Mann, der sich Gott nennt? Warum redet er denn nicht? Gib doch Antwort! Warum schweigt ihr denn? Warum? Gibt denn keiner eine Antwort? Gibt keiner Antwort? Gibt keiner Antwort?
Beckmann, einer von denen, Georg Stranghühner. Ein Mädchen, dessen Mann auf einen Bein nach Hause kam, Hanna Elebracht. Ihr Mann, der 1000 Nächte von ihr träumte, Jonas Baumann. Der andere, den jeder kennt, Nina Heisterbock. Regie, Ronald Scheibe-Hobmann. Orgel, Stefan Kagel. Vorspann, René Oberbremer. Abspann, Till Cordes.